Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist, ich habe gerade eben geguckt, Freitag, der 7. Oktober. Ist schon Take 2, weil ich eben verkackt habe, das Radio anzulassen. Genau, heute ist Freitag. Heute ist genau One Day Out zur ersten Show. Zum Regional, zur Vaida Classic. Zum Wettkampf, den witzigerweise unser Sponsor ausrichtet. Kleiner Spoiler, als wir uns dafür registriert haben, wussten wir das nicht mal. Also bevor da jetzt wieder irgendwelche dummen Kommentare kommen, falls es gut läuft. Genau. Ich dachte, ich starte das Projekt YouTube einfach mal wieder. Lange ist es her. Genau. Ich muss zugeben, ich bin da ganz ehrlich, was mich bei YouTube einfach ein bisschen frustriert hat, war, ich habe ein Video mit Stefan gepostet. 12.000 Aufrufe, ich glaube mittlerweile sogar 15.000 oder irgendwas. Meine anderen Videos, die deutlich, deutlich aufwendiger waren. Um die 500, 800. Es ist verständlich, weil Stefan kennt man und ist einfach eine interessante Person und es gucken sich dementsprechend viele an. Das war ja auch geplant. Aber ich glaube, meine Seite der Medaille ist auch verständlich, wenn man sich für die anderen Sachen deutlich mehr Mühe gibt. Ist es irgendwo schon bitter. Aber naja. Nichts kommt ohne Arbeit reinzustecken oder wie auch immer man das sagen will. Heute ist Monday Out, das heißt, ich dachte, ich nehme euch heute mal wieder ein bisschen mit. Keine Ahnung, wie viel ich effektiv heute filmen werde. Ich werde euch einfach gleich mal ein bisschen zeigen, womit ich heute so lade. Ich habe gestern schon geladen. Achso, meine wunderschöne Frisur sieht man ja auch. Gestern waren wir beim Friseur, Laura und ich. Kann ich vielleicht ganz kurz mal dieses Ding, was wir für Instagram aufgenommen haben, einblenden im Schnitt? Ja. Sonst würde ich sagen, let's go. Damit fängt der zweite Ladetag an. Ich habe gerade nochmal geguckt, sind circa 4.500 Kalorien und knapp 900 Gramm Kohlenhydrate. Jawohl, da drin sind einfach nur, hat man glaube ich gesehen, Reis. In der ersten Mahlzeit ist noch ein bisschen Zucker, da habe ich Vanillinzucker genommen, einfach weil es besser schmeckt. Rosinen, Ananas und eigentlich steht auf dem Plan Mandelmus. Ich in meinem Fall nehme aber dunkle Schokolade, weil ich die schon die ganze Prep genommen habe und mir da einfach sicher bin, dass ich sie vertrage. Bei Nüssen bzw. Nussvarianten habe ich da manchmal so ein bisschen meine Problemchen. Genau. Meal 2. Ich zeige gleich. Meal 2 about to go down. Wow, das habe ich unglaublich beschissen gesagt gerade. Genau, und ich dachte, bevor ich das jetzt esse, kann ich ja mal kurz, weil ich das in Instagram und so noch gar nicht gemacht habe, meine Erwartungen bezüglich des Wettkampfs und bezüglich der ganzen Saison mal klar machen. Ja, also ich würde behaupten, ich habe mich zur letzten Saison auf jeden Fall deutlich verbessert an den Stellen, an denen ich mich verbessern wollte. Und das ist für mich schon mal die Hauptsache. Ich wollte mir diese Saison nicht vornehmen, wie es manche machen, so Road to Pro oder Profi zu werden. Einfach, weil in letzter Zeit, finde ich, viele Profi geworden sind, die noch nicht bereit dazu sind. Ich will nicht Profi werden und mich dann die folgenden 3 Jahre als Profi nur abkacken sehen. Da habe ich keinen Bock drauf. Von daher lasse ich einfach alles auf mich zukommen. Wie es kommt. Ich war bisher bei jedem Wettkampf immer direkt im Finale, allerdings leider noch nie mit einer Top-3-Platzierung. Deswegen wäre jetzt aktuell erstmal mein Hauptziel, eine Top-3-Platzierung zu schaffen, dass ich mir das mal auf die Kappe schreiben kann. Jetzt an dem Wochenende, an dem Wettkampf, der morgen kommt, ist es mir eigentlich eh relativ egal, wie gesagt, weil da geht es, um es traurig zu sagen, eh nur darum, die Erlaubnis fürs Ausland zu holen. Genau, dann bei den Pro Qualifiern Top 3. Wäre geil. Was jetzt aber nicht heißen soll,
dass ich eine Profikarte nicht begrüßen würde und nicht happy darüber wäre. Versteht es nicht falsch. Ich hatte es da oft in letzter Zeit mit Laura drüber. Ich visualisiere das und ich kämpfe dafür. Aber ich will nicht einer von den Leuten sein, der sich's die ganze Zeit erhofft und dann extrem enttäuscht ist, dass es nichts wurde. Moment. 13:42 Uhr. Eine Stunde später sind wir immer noch nicht zur Hälfte fertig. Zwei Rasiererakkus sind leer. Also ich sag's euch, Rasieren vom Wettkampf, wurde ich gerade wieder dran erinnert, ist mit Abstand das Schlimmste an der ganzen Sache. Ja, jetzt gibt es, glaube ich, erstmal eine kleine Essenspause, weil uns bleibt ja, wie gesagt, eh nichts anderes übrig. Beide Rasierer sind leer. Ich habe so ein Kingsey Gillette. Oh Gott, ey, mein Englisch ist manchmal auch echt ausgesprochen wie so ein Bauer, egal. So ein Kingsey Gillette. Den habe ich mir, glaube ich, Anfang der Prep gekauft. Der funktioniert tatsächlich auch ein bisschen besser als, also der andere ist ein Philips OneBlade. Man muss dem Philips OneBlade aber auch anrechnen, dass ich da die Klinge seit einem Jahr oder so nicht mehr gewechselt habe. Also kann ich den Vergleich jetzt auch nicht so perfekt ziehen. Ja, jetzt erstmal Frust essen und dann geht's weiter. Frustmahlzeit besteht aus 120 Gramm Oats, 200 Milliliter Reismilch und 10 Gramm Zumindest dunkler Schokolade. darfst du was essen. Ich darf nicht. Wann darfst du wieder? In einer Stunde. Wer hat mir geholfen beim Rasieren? Ja, also es geht auch noch schlimmer. So, knapp 2 Stunden später sind wir jetzt durch. Irgendwann hatte ich Frust und habe danach auch doch einfach den Nassrasierer genommen, weil die beiden jetzt noch zu laden. Es hätte noch 3 Stunden gedauert, bis man die wieder benutzen können. Und dann ja, müssen wir quasi auch schon los. Ich glaube, ich habe jetzt 4 Meals drin. Ich glaube, 4 Folgen noch plus 2 Muffins. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. 22:25 Uhr. Wir sind angekommen. Wir haben Lissy abgegeben bei meiner Mutter. War nicht so einfach, das erste Mal den Hund abzugeben. Ja, wir sind jetzt hier im Hotel. So sieht das Ganze aus. An sich nichts Spektakuläres, aber für eine Nacht auch vollkommen in Ordnung, oder was sagst du? Ich finde es gut. Wartet so aus. Genau, und jetzt steht noch ein Formcheck an, ganz kurzer. Dann schicken wir nochmal Stefan Bilder. Und dann wird geschlafen. Guten Morgen. Es ist Showday. Ja, die Nacht war überraschend gut. Also das Hotelzimmerbett ist extrem bequem. Ich war gefühlt alle 20 Minuten pinkeln, aber so soll es sein. Wir haben gerade eben schon mal Formcheck gemacht für Stefan draußen auf dem Hotelflur. Habe jetzt kein Video davon gemacht, aber ich kann ja mal die Bilder einblenden an der Stelle. Jetzt warte ich auf die Antwort.
Dann gibt es Frühstück und dann geht es auch schon los. Wir sind circa um 8.30 Uhr an der Halle. Laura muss leider noch, weil die Schminktour sie ein bisschen später kommt als angemeldet, leider noch klären, dass das alles pünktlich klappt. So, das kann man an dem Morgen eigentlich gar nicht gebrauchen, aber das werden wir safe hinkriegen, gar kein Problem. Von daher, ja, ich kann dir mal noch schnell meine Form zeigen. Sitzen gerade noch in der Hotel-Lounge und warten. Mir ist gerade eingefallen, mir ist gestern, als ich im Bett lag, eingefallen, dass ich es verrafft habe, die Kühlmusik hochzuladen. Das habe ich heute Morgen versucht, ist aber nicht mehr möglich, weil der Upload mit der abgeschlossenen Athletenregistrierung auch gesperrt wurde. Ich habe keinen USB-Stick dabei, keine CD dabei. Ich hoffe einfach mal, dass die modern genug sind, das auch noch schnell per E-Mail oder AirDrop oder sowas zu akzeptieren. Sonst habe ich da ein Problem. Aber wäre jetzt beim Regional auch nicht das Allerschlimmste. So habe ich es wenigstens für Norwegen auf dem Schirm. Geklappt? Ja, natürlich. Registrierung ist durch. Ich konnte die Musik dem DJ noch per E-Mail schicken. Das heißt, das ging an der Stelle gut. Also hoffe ich doch, dass es dann später klappt. Ja, jetzt ist 11.13 Uhr. Beginn ist 12.30 Uhr bzw. 13 Uhr. Schauen wir mal, wie gut es klappt. Das heißt, bis ich dran bin, ist noch ganz lange. Also ich werde noch ganz, ganz lange hier liegen, weil meine Klasse als letztes dran ist. Vielen Dank an die Zuschauer, ganz klar. Mein erstes Dankeschön geht an unser Team, weil ohne die wäre das hier nicht möglich. Ich danke euch ganz, ganz herzlich. Danke und Gott. Was sagst du? Ich bin happy, dass ich geschminkt bin, sage ich ganz ehrlich. nee, ich bin wirklich happy. Ist einmal nur noch schauen, dass die Farbe noch sitzt. Wirklich heute alles so ein Auf und Ab der Nerven. Manche Mädels wissen auch gar nicht, ob die überhaupt noch geschminkt werden. Aber dazu erzähle ich danach nochmal was ausführlich, aber ich bin happy, dass ich soweit so, das sind bin. Bin ich ganz egoistisch. Jetzt komm auf die Kamera zu und mach mit der Hand. So, ich war dann schon direkt am Platz. Und direkt am Jakob, wie gesagt. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Sehr gut, sehr gut. Da kriegen wir uns nachher, weil wir jetzt vielleicht auch ja, also ich habe jetzt gerade. Seit Laura auf der Bühne war, bestimmt, wie lange ist es überhaupt? Naja, auf jeden Fall bestimmt, 4 Stunden, nee, 5, 6 Stunden gewartet. Was halt einmal ein bisschen nervig ist, weil man die ganze Zeit eigentlich rauf will und dann die ganze Zeit warten muss. Dementsprechend bin ich gerade so leicht abgefuckt.
Aber ich denke, die Vorfreude kommt dann gleich wieder, sobald ich aufgerufen werde. Die Form, was sagst du, fühlst du dich? Ich fühle mich gut. Ich finde immer, wenn man selber, ich glaube, das kann man nur als Wettkampfathlet nachher finden, wenn man selber an sich runterguckt, denkt man immer, ach du Kacke, habe ich überhaupt diätet? Weil von oben aus betrachtet sieht es absolut nicht spektakulär aus. Aber so die Bilder und so, die ich von mir eben gesehen habe, sagen ganz okay aus. Von daher, wir schauen mal. Es wird sehr, sehr gut. And your favorite masculine. Okay, guys, thank you so much. You can stay back in line. Thank you so much. Come the next group na vorne, please. Hola, could I turn to the right? Could I turn to the right? Could I turn to the right? Face front. Front of double biceps. Beine. Front lat spread. Side chest. The legs. Turn it back in the back double biceps. Relax. Lat spread. Relax. Face front, side triceps. Relax, abdominals on tight. A new favorite, mass muscle. Okay, guys, you can take back the line. Come from sexy. 8 on sexy. Nine on sexy. Yes. Sixty-five, stay back in line. Five and six. Komm, ich mach das schön groß. Meine, komm. Super, René. Das erste Callout, Leute. Große Double Biceps. Komm, René. Super, René, so. Relax. 66 and 56, switch, please. They're not with each other. Yeah. Relax, guys. I have a good plats. Lats spread. Okay, relax. Mano. I like to see back. Back double biceps. Mano. Mano. 56. Komm, runde die Arme. Okay, relax, face front. 69, 68, switch one more place. Okay, aufbauen. Beine. Alles hier geil. Lass abwehren. Fuß hoch. Weiter Vollgas, Schatz. Wie fühlt man sich so nach der Bühne? Wie fühlst du dich? An sich gut. Ja, jetzt heißt halt wieder warten, wieder nervig. Aber ja, warten wir mal. Was hast du für ein Gefühl? Kannst du es absehen oder? Keine Ahnung, ich stand kurz in der Mitte. Dementsprechend geil, aber ich habe das Gefühl, ich habe es dann irgendwie verkackt anscheinend, weil dann stand ich wieder nicht mehr in der Mitte. Von daher gar keine Ahnung, könnte jetzt von 3. bis 5. alles sein. Geht schauen nicht. Wir mal. 4. ihr wart nur 4. Noch was, was du sagen willst. Hm? Noch was, was du sagen willst. Ich hab nichts mehr zu sagen. Stop
Wagner 56, René Reutzel 66, Matthias Holweg 68, Mario Rudolph 69, Mario Schertan und die Startnummer 70, Nico Bachhoffner. Und wir fangen auch direkt an mit der Siegerehrung und den fünften Platz. Der geht heute an die Startnummer 70, Nico Bachhoffner. Platz 4 geht an die Startnummer 56, René Reutzel. Der dritte Platz, somit die Bronzemedaille, geht an die Startnummer 69, Mario Schertan. Und jetzt dürft ihr noch mit dem letzten bisschen, was ihr in euch habt, in die Hände klatschen, denn es geht um die Silbermedaille, den zweiten Platz, der geht. Hi! Was, wir zwei? Das funktioniert nicht. Ich bin wahrscheinlich im Dunkeln. So, noch kurz Glückwunsch, Fabio. Dankeschön. Ich kann hier bei Matthias Schaaf, bei unserem DJ, noch eure Sticks abholen. Ja, ja, doch, soweit. So, mittlerweile ist, wie man wahrscheinlich unschwer erkennen kann, schon wieder Sonntag. Ja, das wurde gestern auf jeden Fall sehr spät. Ich glaube, wir sind um 10 aus der Halle gekommen. Sind dann dementsprechend auch direkt heimgefahren im Dunkeln, da konnte ich nicht noch irgendwas reden. Hatte da jetzt auch nicht so großartig Lust drauf, um ehrlich zu sein. Deswegen mache ich das jetzt. Ja, also an sich mit der Platzierung bin ich happy. Alles wie es halt sein soll. Wir waren jetzt eh nicht 100% für den Regional fertig. Das war ja auch alles so geplant. 100% hätten sollen oder sollen jetzt erst in Norwegen sein. Dafür beginnt die Peak Week quasi jetzt. Also kein Tag Ruhe, es geht direkt weiter. Das finde ich aber auch gut so, das brauche ich. Das finde ich definitiv besser, als jetzt irgendwie nochmal 3 Wochen bis zur nächsten Show zu haben. Das ist eben das Sein. Ich habe mich gestern mit vielen Athleten unterhalten. Viele mögen dieses Back-to-Back, also eine Show Woche zu Woche überhaupt nicht. Ich finde es gut. Zumindest sofern ich das bisher beurteilen kann aus der Vergangenheit. Ja, genau. Ich werde jetzt wahrscheinlich gleich das Video schneiden, genau an diesem Tag. Ich muss jetzt erstmal, ich glaube, ich habe hier gerade 12 offene Check-ins oder so, die ich noch beantworten muss von Kunden. Dann erstmal noch die Bilder und so ein bisschen angucken. Dann mal das Ding hier schneiden. Und sonst, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt so ein richtiges Fazit gemacht habe zu gestern. Muss mich sowieso erstmal ein bisschen sortieren, aber was einfach ein bisschen schade war für einen als Athlet, wenn man, also wir waren halt die letzte Klasse, das heißt, ich habe Backstage den ganzen Tag gewartet, bis um 20 Uhr oder sowas, bis dann auf der Bühne stand, war glaube ich 20.30 Uhr und es ist halt scheiße, wenn du den ganzen Tag quasi auf deinen großen Auftritt wartest und dann fangen die eine Stunde, bevor dein Auftritt beginnt, an, die Sachen abzubauen. Ja, also das mal so an den Veranstalter. Nicht so cool, habe ich mich mit mehreren Athleten hinten unterhalten. Einfach kein schönes Gefühl. Ich glaube, das kann man nachempfinden. Ja, ansonsten beurteilt die Sache einfach selber. Ich schneide ja, oder habe jetzt quasi, glaube ich, das wird dann im Nachgang reingeschnitten. Ich hatte ja alles reingeschnitten an Vergleichen und so, wenn es die Laura genügend aufgenommen hat. Ich habe das Material noch nicht gesichtet. Und sonst hoffe ich, das Video hat euch einigermaßen gefallen. Ich habe da jetzt nicht irgendwie geplant, wo ich die Kamera drauf halte oder nicht. Ich hoffe, es war nicht zu viel Gelaber. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Ansonsten habe ich nächste Woche bzw. nächstes Wochenende in Norwegen eine Chance, das besser zu machen und hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Ansonsten bis dahin.